Hey meine lieben Freunde und somit herzlich willkommen zurück hier auf meinen YouTube-Kanal sowie auf meinen Twitch-Kanal und schön, dass du reingeschaltet hast. Und was soll ich sagen? Die erste Phase meines Umbaus von meiner Gaming- bzw. Streaming-Ecke ist abgeschlossen. Im Stream konntet ihr sehen, wie ich umgebaut habe, ihr konntet live dabei sein, wie ich meinen Schreibtisch gedreht habe und Kabel verlegt habe und die Monitore angebracht habe. Und es ist jetzt wirklich soweit, dass die erste Phase fertig ist. Und ich bin darauf stolz, mir gefällt's, es ist total cool, so wie ich es mir vorgestellt habe, aber, es ist noch nicht fertig. Wieso? Warum ist noch nicht fertig? Das sage ich euch im Laufe des Videos nochmal, aber hier schon mal die ersten Eindrücke meiner Gaming-Ecke bzw. Streaming-Ecke. Das ist noch nicht fertig hier. Die erste Phase ist ja soweit jetzt, was ihr jetzt alles gesehen habt, fertig. Bis auf zwei Kleinigkeiten. Zwei Kleinigkeiten, die mich noch ein bisschen stören und ich da noch die Materialien abwarten muss. Die sind so gut wie bestellt und die bringe ich nur noch an, aber das macht keinen großen Unterschied mehr. Und zwar ist das wie folgt, ich zeige euch das mal. Wir haben hier einmal, hier am Fenster wollte ich einmal so Moltonstoff, also so Bühnen, so einen Bühnenvorhang oben ran machen, dass das auch noch mal ein bisschen zum Fenster hin alles gedämmt ist und hier oben an der Decke auch noch mal, wie man hier sehen kann, so Akustikdämmung. Ja? Also oben an der Decke, dann halt der Bühnenstoff bzw. Bühnenvorhang, dass das halt noch mal alles ein bisschen gedämmt ist und halt besser ist. Und natürlich, dass die Frau sich nicht aufregt. Das war jetzt Phase 1. Phase 1 ist wie gesagt soweit abgeschlossen. Es fehlt nur noch der Vorhang, die Akustikdämmung oben an der Decke. Aber was ist Phase 2? Phase 2 ist so ein bisschen eher technisch angelehnt. Was fehlt mir da? Fangen wir an mit einem Mischpult. Mischpult kommt da hin, hier, da auf diesen Brett, sag ich mal, da ich mein Stream, also alles was mit Sound ist, sprich die Musik, die vom Tablet kommt, ab ins Mischpult. Der Gaming Sound, ab ins Mischpult. Die Alerts, also sprich alles was am Streaming-PC noch kommt, ab ins Mischpult. Und alles zusammen vom Mischpult, ab ins Streaming-PC und vom Streaming-PC raus zu euch, damit ihr den perfekten Sound habt, alles schön abgestimmt. Ich habe eins vergessen, Mikrofon. Mikrofon natürlich auch ab ins Mischpult. Alles zusammen ordentlich gemixt zu euch raus in den Stream. Das ist eine Sache aus Phase 2 und die andere Sache ist halt, der Streaming-PC bekommt komplett neue Hardware. Was heißt komplett? Es kriegt nur einen neuen CPU, Mainboard, Arbeitsspeicher und eine neue Grafikkarte. Alles, was so geplant ist und alles, was jetzt momentan hier so verbaut ist, findet ihr unten bei Twitch, bei der Beschreibung, meiner Kanalbeschreibung, findet ihr eine Hardware-Liste. Dort ist alles verlinkt und alles aufgelistet, was mir eingefallen ist. Wenn ihr trotzdem noch Fragen habt, ey, was ist das, schreibt mir
eine Privatnachricht, Flüsternachricht, wie auch immer. Irgendwie werde ich das schon lesen von euch. Und somit sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich würde mich extrem drüber freuen. Empfehlt das Video weiter und wir sehen uns bei dem nächsten Livestream. Tschüssikowski!